Da oben hinter den letzten Lichtstützen kommt irgendwo unsere Brandlalm. Und während jetzt gerade zufällig die Sonne rausgekommen ist und da oben noch alles in der Sonne leuchtet, ist natürlich hier herunten im Tal schon längst Schatten. Na mal, hier oben, da ist die Brandlalm. So dann, hier der Weg zur Gondel. Und dann quasi einsteigen und los geht's. Direkt bis zur Brandlalm. So, meine Lieben, hier auf 1600 Meter Mittelstation Dorfgastein. Da kommt ja die Brandlalm, ist ja ein Projektgrundstück. Rechts von mir eine gefühlt 200 Jahre alte Lärche. Die könnte man dann vielleicht ganz nett beleuchten. Vor uns, das ist alles, kann man alles noch roden. Alles, was hier an kleinen Birken und Nadelbäumen ist, so dass man dann einen komplett freien Blick hat in alle Richtungen. Kurzer Rundumblick. Ist jetzt 15.40 Uhr und hier steht die Sonne. Und wenn ich da jetzt hier weiter mich drehe, dann sind wir da direkt auf der Piste. Im Hintergrund sehen wir dann weitere Gondeln, die dann Richtung Großaal führen, auf die andere Seite des Berges. Und wenn ich mich dann ein bisschen weiter drehe, hier mit dem leichten Rot, das ist die Mittelstation und das ist quasi dann auch der Weg, der zurückzulegen ist, wenn man mit der Gondel anreist. Hier im Tal sehen wir den Hauserbauer, der da extrem dazu baut. Das ist aber nicht so wesentlich. Wesentlich ist, der hat eine extrem gute Küche. Hier der Hauserbauer.